Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ja, die letzten beiden Parts waren dann ein kleines bisschen kürzer wahrscheinlich, je nachdem wie ich das jetzt dann schneiden werde, weil der doch zeitmäßig sehr überzogen war und ja, es waren dann schon... Okay, Moment. Das waren dann schon über 38 Minuten. Deshalb werden beide wahrscheinlich ein kleines bisschen kürzer sein. Aber ja, wir haben auf jeden Fall... alles hier abgeschlossen, haben gegen Root kämpfen müssen, weil er es unbedingt so wollte, bis er abhauen musste. Und, ja, Aeris Mom ist nicht so begeistert davon, dass wir Ex-Soldat sind. Und wir haben uns davon stehen müssen, aber offensichtlich, wartet sie hier trotzdem schon auf uns. Huch, das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Ganz locker. Hey, Cloud? Was ist denn los? Ja. Ach, nichts. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgard kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Deswegen ist es so ein Loch. Und aufbaut das dann auch keiner mehr. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Okay, wir gehen doch nicht dort. Wir müssen da lernen, schön. Hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, ne? Ja. Oh. Bring den Winter aus. Auch hier sind Viecher. Bleib zurück.
fällt mir im Traum nicht ein. Ist vorbei. Keine große Sache. Was ist das? Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Und das Ding funktioniert auch noch tatsächlich, ja? Arm heben, senken, rotieren lassen. Zerquetsche halt nicht, ne? Wenn's geht. Okay, gut. Also so. Mann! Ich hab's gleich! Einen Moment noch! Ich lass dir die Leiter runter! Wir hätten doch einfach raufspringen können, oder? Wir sind oben. Ja. Hey. Na, mach schon. Ach, egal. Aber so darf's weitergehen. Warte. Ah ja. Vielleicht gerade nicht. Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Dann halt hier, ha? Huh? Wir sind doch schon längst drüben. Nicht auf, das ist gut. Rauf oder runter? Okay. Wahrscheinlich kommt man da unten nicht durch, oder? Ja. Kommen wir nicht weiter.
Das heißt, den Container wegheben. Oh, jetzt sind sie doch aufgewacht. Oh, stimmt, die explodieren ja. Das hab ich vergessen. Sorry, Aerith. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Na komm, jetzt schlag schon ein. Na klar, du wohnst echt hinterm Stein. Nanu, sieh mal. Unterm Stein. Oder hinterm Mond. Naja, zum Glück hab ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Jetzt wieder runter, okay? So, willst du mit dem Container rauf, oder? Ja, sehr gut, Cloud! Sollen wir ihn hier abstellen dann, oder? Ah ja. Wo ist du die? Einen Moment noch. Sehr gut. Geschafft! So aussieht, sind diese Leitern ja auch elektrisch betrieben. Da ist ein Motor dran. Cloud, hier lang, hier lang! Warte mal, da geht eine Leiter runter. Alles absuchen. Nicht so schnell. Ist gut. Da geht's noch weiter. Ist das hier der Weg, den wir gehen sollen? Das heißt, da oben war dann nichts. Ist sie dort falsch gelaufen, oder? Das ist jetzt merkwürdig. Mist, ich hoffe, da oben war nichts. Oh. Ja, okay, hier ging's weiter. Ist hier jemand? Schrei doch nicht. Wirkt verlassen. Nicht ganz.
ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, was fällt euch ein, hier so rumzumühlen? Genau, das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was ist denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, Na, du weißt schon. Oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, Wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Genau. Die tragen doch gar keine Hemden. Folge. Das ist so eine Art von, eine Kompensation. Ach so, genau, du meinst, das ist ein Metapher? Genau. Was für Idioten. Los geht's. Wow, was war das jetzt? Bewegt euch bloß nicht! Habt ihr mich gehört? Wir sind tot! Und weiter geht's. Jetzt oder nie! Wir türmen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Ja. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Oho, wer seid ihr? Noch mehr von denen. Mann! Toll, da sind wir in das Gebiet von irgendeiner Gang eingedrungen. Was gibt's hier? Wieder Container und da müssen wir rüber. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Diese Gangster haben wahrscheinlich die ganzen Leitern hochgezogen, aber dann kommt ja keiner zu ihnen. Das ist auch blöd. Okay. Hier lang! Ja, erstmal brauchst du einen Weg zu der Materie da oben.
nee. Ja, okay, warte, kann sie da hin? Nee, so nicht. Okay. Brauchen also den Container auch dort. Das kommt hier rüber. Und jetzt? Okay, wir wechseln mal und hoffen, dass der andere was machen kann. Das ist jetzt komisch. Gut, alle Party ist eh zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.